Der Karfreitag hat es dann so richtig in sich. Da wird es nochmal sehr schwierig, sehr konzentriert. Da geht es um Leiden, da geht es um Schmerz, da geht es um den wirklichen Abschied. An Karfreitag gedenkt die Kirche, dass Jesus gestorben ist, dass er das Kreuz getragen hat, dass er verlassen von allen anderen, sehr einsam an diesem Kreuz gestorben ist, in großer Verzweiflung sein Leben beendet hat. Auf den ersten Blick also totales Scheitern, offenbar ganz viel schiefgegangen. Wir feiern in dem aber, dass Jesus, der an Weihnachten Mensch geworden ist, unser Menschsein wirklich sehr ernst nimmt und es durchträgt durch alle möglichen Situationen hindurch. Durch das, was schön ist, durch das, was gelungen ist, aber eben auch bis in die Isolation, bis in Scheitern, bis in den Tod hinein. Ich staune jedes Mal darüber, was sich dieser Gott so einfallen lässt, um zu zeigen, wie solidarisch er mit uns Menschen ist, bis in den Nullpunkt hinein.